Hallo, herzlich willkommen zum Bau der Polizeistation. Hier hatte sich der Marlon gewünscht, der übrigens heute seinen 13. Geburtstag feiert. Hallo Marlon, das ist dein Geburtstagsgeschenk. Also unter anderem. Ich entschuldige mich für meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, aber die Show muss weitergehen. Also viel Spaß beim Zugucken, wie Baumeister Bob die Polizeistation baut.
So, so langsam ist die Polizeistation fertig geworden. Das hat ziemlich lange gedauert, die zu planen und zu bauen. Aber ich finde, sie ist gut geworden. Die haben drei Garagen, Hubschrauberlandeplatz, schöner Hof mit einem Oldtimer, Mannschaftswagen. Ah, da ist die Polizistin. Wir haben zwei neue Leute, die die Station betreiben. Der Wachmeister und die Polizistin. Die werde ich euch gleich mal vorstellen. Das heißt, erstmal suche ich den Wachmeister. Der kann euch mal die neue Polizeistation vorstellen. Hallo, Herr Wachmeister. Kundschaft. Hallo allerseits. Ja, ich habe hier einen neuen Arbeitsplatz. Erstmal einen Keks essen, eine Tasse Kaffee. Ja, lecker. So fängt der Tag doch gut an, hä? Ja. Dann kommt mal mit, hier ist der Empfang und hier können die Bürger hin, wenn sie Beschwerden haben, dann helfen wir gerne. Im Hintergrund haben wir die zwei Gefängniszellen für die Übeltäter. Hier haben wir drei Garagen für die Polizeifahrzeuge und dementsprechend auch die Parkplätze davor. Ah, da darf ich euch meinen Kollegen aus England vorstellen. Hallo, das ist Bobby aus England. Versteht kein Deutsch. Er besucht uns hier mal und er will ein bisschen gucken, wie wir die Polizeiarbeit hier machen. Da, wenn mal viel los ist hier und wir müssen ein paar Leute einsperren, dann haben wir hier noch drei Zusatzzellen. Aber hier ist es sehr ruhig. Ich glaube, die werden wir gar nicht brauchen. Aber gut, für alle Fälle sind wir ausgerüstet. Das ist der alte Mannschaftswagen von früher. Den haben wir hier im Hof hingestellt. Nur ist zu schade zu entsorgen. Also ja, ich wollte hoch. Hier haben wir den Waffenschrank mit Munition. Und hier die Büros. Hier können vier Kollegen arbeiten und am Computer die Sachen ermitteln und bearbeiten. Ja, sicher. Toiletten müssen auch sein. Sehr schön gemacht. Waschbecken, Spiegel. Ganz wichtig ist unser Hubschrauberlandeplatz für schnelle Einsätze. Da braucht man heutzutage sowas, damit man schnell an Ort und Stelle ist. Ja. Was macht denn Bobby da? Ach, die hüpfen alle da rum, ich weiß nicht. Das während der Dienstzeit. So, ich hätte euch noch gerne meine Kollegin. Ach, meine Kollegin gezeigt oder vorgestellt.
Ah, da ist auch meine Kollegin. Hallo. Ich wollte es euch mal vorstellen. Wir sind ein gutes Team. Wir müssen uns zwar noch ein bisschen einarbeiten, bevor alles reibungslos hier läuft. Aber die City ist ja noch klein und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, alles richtig zu machen. Ich hoffe, das Let's Play mit der Polizeistation hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dann, auf Wiedersehen.